Hallo zusammen. Ja, vom Windpark Pretzfeld-Obersulm in meinem letzten Video bin ich jetzt noch ein Stück weiter gefahren. Und mein nächster Stopp ist hier im Schwäbischen in Geildorf. Hier gibt es nämlich ein ziemlich geiles Projekt. Das ist der Naturstromspeicher Geildorf. Das ist ein sehr innovatives und zukunftsweisendes Projekt. Ja, mit den Erneuerbaren ist es ja so, die fluktuieren sehr, sehr stark. Mal haben wir sehr viel Wind und sehr viel Sonne und haben zu viel Strom und wissen nicht, wohin damit. Und die große Herausforderung, wenn wir die Erneuerbaren in der Zukunft ausbauen, wird sein, den Strom zu speichern und dann auch später wieder verfügbar zu machen, wenn nicht so viel Wind geht und nicht so viel Sonne scheint. Und genau das wird hier im Pilotprojekt Geildorf getestet. Das ist nämlich eine Kombination aus Windpark und Pumpspeicherkraftwerk. Ja, ich stehe hier gerade am Unterbecken. Und hier ist auch irgendwo das Pumpspeicherkraftwerkshaus. Ja, und was passiert, wenn viel Wind weht? Dann wird mit Hilfe von einer Hochdruckleitung das Wasser aus dem Unterbecken hoch zu den Windkraftanlagen gepumpt. Und wird dort in einer Art Wasserbatterie gespeichert. Man sieht, die Anlagen stehen auf einem Betonsockel. Bei der Anlage hier sieht man es am besten. Die steht auf einem 40 Meter hohen Betonsockel, worin das Wasser gespeichert wird. Und am Fuße ist auch nochmal ein Oberbecken. Und das Wasser wird quasi vom Unterbecken mit einer Hochdruckleitung zum Oberbecken gepumpt und dort gespeichert. Ja, und wenn kein Wind weht und auch keine Sonne scheint, dann wird das Wasser abgelassen vom Oberbecken und durch eine Hochdruckleitung quasi wieder abgelassen und treibt eine Turbine hier unten irgendwo im Pumpspeicherkraftwerkhaus an und dadurch wird dann Strom erzeugt. Also wir haben quasi das Problem der Speicherung überwunden, indem wir quasi die elektrische Energie in Lageenergie umwandeln und durch den Höhenunterschied von der Anhöhe bei den Windrädern zum Unterbecken können wir Strom erzeugen. Ziemlich geiles Projekt. Ich wollte hier immer schon mal hin und mir das anschauen und heute auf meiner Tour habe ich es jetzt endlich mal geschafft. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Windrädern. Das sind G3.4137. Ja, und was ich ganz vergessen habe natürlich, bei Errichtung 2017 waren das die höchsten Windkraftanlagen der Welt. Mit einer Gesamthöhe von 246 Metern. Liegt daran, dass sie auf diesem 40 Meter hohen Sockel stehen und eine Nabenhöhe von 178 Metern erreichen. Das ist schon richtig krass. Ja, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen zu den Windrädern und werde von dort dann nochmal berichten. Ja, hier am Eingang zum Windpark gibt es nochmal eine nette Infotafel. Hier entsteht der Naturstromspeicher Geildorf. Ein Projekt gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Ja, und was ich noch gar nicht erwähnt habe, das war ein gemeinschaftliches Projekt von Max Bögel, dem Turmbauer, kennt ihr ja alle, und Naturstromspeicher GmbH. Die beiden haben es realisiert. Ja, ich werde mich jetzt aufmachen zu den Anlagen. So, ich bin jetzt hier oben auf der Höhe bei den Windkraftanlagen angekommen und stehe jetzt unter der höchsten Windkraftanlage der Welt. Wahnsinn! 246 Meter Gesamthöhe, Nabenhöhe 178 Meter. Wahnsinn! Ja, die Anlagen, die hier verbaut sind, sind G3.4137.
3,4 Megawatt. Ja, zumindest waren sie 2017, als sie gebaut wurden, die höchsten Anlagen der Welt. Mittlerweile gibt es ja schon wieder größere. Vestas V162, SG 170. Die kratzen, glaube ich, schon so an den 250 Metern. Aber die gibt es, glaube ich, in dieser Form bisher nur auf dem Papier. Ja, was den Weltrekord ausmacht, ist dieser fette Betonklotz hier unten. Mit 40 Meter Höhe, auf dem die eigentliche Anlage steht. Das ist die sogenannte Wasserbatterie. Die ist innen hohl und darin ist das Wasser, das quasi von dem Unterbecken hier hochgepumpt wird, in Form von Lageenergie gespeichert. Und dieser Turm steht dann nochmal in einem separaten Becken. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Das einen Durchmesser von 63 Metern hat, das auch nochmal mit Wasser gefüllt ist. Ja, und wenn Strom benötigt wird, dann wird mithilfe von der Fallleitung das Wasser ins Tal abgelassen und treibt dort eine Turbine an. Ja, was mich etwas verwundert, hier ist abgesperrt und hier liegen auch noch ganz viele solche Rohre rum. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Pumpspeicherkraftwerk schon wirklich in Betrieb ist, also ob die Fallleitung schon installiert wurde. Ich habe nämlich irgendwo mal gelesen, dass es hätte 2020 fertig sein sollen. Kann natürlich auch sein, dass es immer noch nicht fertig ist. Also dass dieses Wasserbatterieprinzip noch gar nicht funktioniert. Ja, würde mich mal interessieren. Leute, die hier aus der Region kommen, können das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ist schon Wahnsinn, eine Anlage einfach mal auf so einen 40 Meter Turm stellen. Die eigentliche Anlage hat, ich schätze mal so 138 Meter. Dann kommt man auf die 178 Meter. Ja, und 40 Meter höher, das macht natürlich auch einen Riesenunterschied, was den Ertrag angeht. Also ich glaube, man erhofft sich hier am Standort einen Ertrag, der um 25% höher liegt als normal. Das ist schon Wahnsinn. Richtig geil. Ja, ich fahre mal weiter zu den anderen Anlagen und guck mal, ob man da vielleicht eventuell näher rankommt. Ja, ich stehe jetzt hier nochmal bei einer anderen Anlage. Hier kommt man nämlich etwas näher ran. Was man hier gemacht hat, hier hat man das Oberbecken quasi einmal aufgefüllt mit Erdmaterial. Also das ist jetzt quasi hier hinter dem Erdhügel. Ja, aber hier kommen echt die Dimensionen von diesem riesigen Turm nochmal zur Geltung. Das ist schon krass. Also diese Wasserbatterie, dieser untere 40 Meter hohe Teil, das ist ein echter Koloss. Ist auch quasi so in modularer Bauweise aufgebaut, also quasi wie so ein normaler Betonturm. Hier neben geht es dann die Treppe hoch bis zur eigentlichen Eingangstür der Anlage, da oben. Und da steht dann die eigentliche Anlage drauf. Das ist schon auch echt eine ziemlich coole Anlage, die G3.437. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Immer nur die 275er und die 275er, die sind ja echt eine Katastrophe. Also an denen ist ja ständig irgendwas. Aber die 34er, 36er, die kenne ich noch gar nicht so. Also habe ich jetzt gar keine Erfahrungswerte. Ob es bei denen irgendwelche Probleme gibt. Aber ist schon auch echt ein beeindruckender Rotordurchmesser. 137 Meter. Ja, die Narbe erinnert so ein bisschen an die Narbe von der Cypress. Schon echt ein geiles Teil. Ja, da hinten ist die andere Anlage. Bei der war ich gerade eben.
Ja, ist auf jeden Fall echt ein Projekt von ja, krassen Dimensionen. Also sowas kann man nicht überall bauen. Allein schon wegen dem Platzbedarf für das Becken und diesen ja, für die Wasserbatterie und aber auch wegen der Topografie. Also für diese man braucht einen Unterschied von dem Oberbecken zum Unterbecken von 200 Meter Fallhöhe, damit die Turbine angetrieben werden kann. Und dann, ja, das gibt's halt nicht. Ist nicht überall möglich, dass auch gerade unten im Tal dann ein Unterbecken gebaut werden kann. Schon eine geile Anlage. Schon echt beeindruckend. Auch echt schön vom Sonnenlicht angestrahlt jetzt von der Abendsonne. Richtig cool. Naja, ich zieh mal weiter. So, ich stehe jetzt hier nochmal in der Nähe von der anderen Anlage. Hier sieht man sie echt nochmal richtig schön voller Größe. Ach, ist einfach auch so geiles Wetter. Ich liebe Herbst. Ist der geile blaue Himmel und die tollen Farben. Echt wunderschön. Ist auch echt eine geile Anlage, die G3.4. Also optisch ähnelt sie sehr der 2.5er, 2.75er, zumindest vom Maschinenhaus her. Das müsste identisch sein. Die 3.4er hat jetzt eine Kugelnarbe, die G2.5, 2.75 hat dann vorne noch eine Abdeckung drauf, aber schon eine geile Anlage. Also der Rotordurchmesser ist schon auch echt beeindruckend. Und dann auf diesem abartig riesigen Turm, das ist schon echt der Hammer. Wahnsinn. Ja, hier hinten sieht man nochmal die zwei anderen Anlagen. Ist recht wunderschön mit dem bunten Herbstlaub. Richtig cool. Das eine, die andere hinten dran. Richtig toll. Ja, so, jetzt stehe ich nochmal bei der vierten Anlage im Bunde. Die hat jetzt einen ganz normalen Turm ohne Wasserbatterie. Das ist quasi der Turm, so wie er oben auf der Wasserbatterie draufsteht. 137, 138 Meter Nabenhöhe. Also haben nur drei Anlagen diese Wasserbatterie und die vierte Anlage hat einen ganz normalen Turm. Kommt der geile Rotor, der geile große Rotor nochmal besser zur Geltung. Richtig cool. So, zum Abschluss stehe ich jetzt nochmal direkt unter der Anlage. Hier sieht man den Rotor nochmal schön, Rotorblätter schön vorbeizischen. Also ich muss sagen, ist schon eine geile Anlage, die G3.4. Hatte ich vorher noch gar nicht gesehen. Immer nur die 2.5er und die Cypress. Wird hier im Raum anscheinend nicht so oft gebaut. Ja, von hier aus sieht man jetzt eine Anlage nochmal schön von der anderen Seite. In ganzer Größe, auch schön von der Abendsonne angestrahlt. Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, es hat wie immer gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Projekt so findet. Ich finde es echt ein ziemlich geiles Projekt, echt ziemlich einzigartig. Sieht man so nicht alle Tage. Echt ziemlich innovativ und zukunftsweisend. Ja, Kanal gerne abonnieren, wenn ihr mögt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis bald.